London, die Hauptstadt Großbritanniens und ein absolutes Paradies für Architekturliebhaber. Hier gibt's wirklich alles. Futuristische Wolkenkratzer, Märkte aus dem 15. Jahrhundert und wunderschöne viktorianische Reihenhäuser, wie hier in der Straße Leinster Gardens. Wobei, seht ihr das auch? Irgendwas ist hier doch faul. Ja, nur auf den ersten Blick sehen die Leinster Gardens in London aus wie ein ganz normales historisches Wohnviertel. Auf den zweiten Blick fällt nämlich auf, irgendwas ist mit diesem Haus da nicht in Ordnung. Mit den Hausnummern 23 und 24, um genau zu sein. Schaut euch mal die Fenster an. Es, sind keine Fenster. Das sieht irgendwie aus wie aufgemalt. Die Tür sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Schaut mal da, die linke Tür, die hat oben so Fenster, aber die rechte Tür ist komplett schwarz. Naja, und wenn wir mal ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir auch, es ist gar keine Tür, sondern einfach nur eine angemalte Mauer. Aber täuschend echt. Hallo? Ich glaube, wir müssen der Sache mal auf den Grund gehen. Warum zum Henker steht hier in London, in den Leinster Gardens, ein Haus ohne Türen und ohne Fenster? Und noch viel wichtiger, was befindet sich in diesem mysteriösen Haus? Finden wir es heraus. Geschichte dieses mysteriösen Londoner Hauses zu verstehen, müssen wir erst einmal verstehen, wo wir uns hier eigentlich gerade befinden. Was ist das hier eigentlich für ein Wohnviertel und warum stehen hier überhaupt so viele wunderschöne historische Häuser rum? Die meisten übrigens mit Türen und Fenstern. Ja, die Straße Leinster Gardens befindet sich im Londoner Stadtteil Bayswater. Der wurde größtenteils ab 1800 erbaut und besteht zum großen Teil aus historischen Gebäuden im viktorianischen Stil mit Stuckterrassen und wunderschönen Gärten. Das liegt daran, dass damals hier die gehobene Bürgerschaft Londons wohnte. Bayswater war immer ein sehr wohlhabender Stadtteil. Auch das Wohngebiet rund um die Leinster Gardens ist in diesem viktorianischen Stil erbaut. Errichtet wurde es im 19. Jahrhundert von Henry de Bruno Austin. Die Straße beginnt in der Nähe des Hyde Parks, zunächst als Leinster Terrace. Hier steht, kleiner Fun Fact, auch das Wohnhaus von J.M. Barrie, der Autor, der Peter Pan geschrieben hat. Die viktorianischen Häuser an der Straße werden heute vor allem als Wohnhäuser genutzt, aber auch Firmen haben sich hier niedergelassen und an den nördlichen und südlichen Enden der Straße wurden im 20. Jahrhundert Sozialwohnungen gebaut. Das erklärt auch den interessanten Architekturmix, den man hier beobachten kann. Ja, und mitten in diesem Architekturmix zwischen den Sozialbauten und den prunkvollen alten Gemäuern steht dieses mysteriöse Haus ohne Türen und ohne Fenster. Was steckt dahinter? Um das herauszufinden, müssen wir einmal um das Gebäude herumlaufen. So, wir überqueren die Straße. Immer erst nach rechts gucken, ne? Sind ja in London. So, da ist unser mysteriöses Haus. Direkt daneben ein wunderschönes, prunkvolles Hotel. Und da hinten geht dann so eine kleine Seitenstraße rein. Und da laufen wir jetzt mal lang. Passt nicht so ganz, aber hier könnt ihr offenbar Schwedisch essen. So, und dann ist hier so eine wunderschöne kleine Gasse. Da, schaut mal da. Notting Hill ist auch nicht weit. Mal gucken, vielleicht treffen wir ja noch Hugh Grant. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir nämlich auf der Parallelstraße angekommen. Ja, und hier müssten wir dann eigentlich das Haus von der anderen Seite sehen. Aber irgendwie, Moment mal. Was ist das denn? Ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Das mysteriöse Haus ist nämlich gar kein Haus. Es ist einfach nur eine flache Fassade und dahinter befindet sich diese Mauer und dahinter ein riesiges Loch
Ja, und wenn wir mal einen Blick in dieses Loch hineinwerfen, dann wird auch vieles klarer. Das Haus Leinster Gardens 2324 ist eigentlich eine Bahntrasse. Und es ist sogar noch ein kleines bisschen bedeutsamer als das. Diese Bahntrasse gehört zur ersten U-Bahn-Strecke der Welt. Am 10. Januar 1863 eröffnete die Metropolitan Railway die Trasse vom Bahnhof Paddington nach Farringdon. In den folgenden Jahren wurde diese Strecke mehrfach verlängert. 1864 erreichte die U-Bahn schließlich Hammersmith und 1877 Richmond. 1884 entstand der sogenannte Inner Circle, eine heute beliebte Ringstrecke rund um die Innenstadt Londons. Aus der Metropolitan Railway und ihren Strecken entwickelte sich dann später die heute bekannte Nachfolgegesellschaft London Underground mit ihren heute 5 weltbekannten Linien, der Metropolitan Line, der Circle Line, der Hammersmith and City Line, der Piccadilly Line und der Jubilee Line. Irgendwann dazwischen, genauer gesagt im Jahre 1868, wurde die Tunnelstrecke zwischen Paddington und Gloucester Road eröffnet. Das ist genau die Strecke, die wir hier sehen. Hier unter mir führt quasi so ein Tunnel entlang. Und genau an dieser Stelle hat der Tunnel ein riesiges Loch. Und das hat auch einen Grund. Es gab zu der Zeit, als diese Trasse gebaut wurde, nämlich ein kleines Problemchen. Damals, wie ihr euch sicher denken könnt, fuhren nämlich noch keine elektrischen U-Bahnen durch London, sondern sogenannte Kondensationslokomotiven. Das ist eine Bauart der Dampfmaschine mit einem wichtigen Unterschied. Sie erzeugt nicht ganz so viel Abdampf, was natürlich für Tunnelfahrten besonders vorteilhaft ist, und genau deshalb wurden diese Bahnen auch in London eingesetzt. Im London Transport Museum, das ich besucht habe, könnt ihr euch heute noch eine dieser ersten Bahnen aus dieser Zeit angucken. Von Zeit zu Zeit allerdings muss auch diese Kondensationslokomotive mal Dampf ablassen, und genau aus diesem Grund mussten in die Tunnel alle paar Kilometer Löcher eingebaut werden. Und genau so ein Loch, richtig, sehen wir genau hier. Tatsächlich stand hier damals vor vielen, 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 vielen Jahren noch ein richtiges Haus. Ein genauso wunderschönes viktorianisches Reihenhaus wie alle anderen in der Straße Leinster Gardens. Die Bahn zahlte dann Kompensationszahlungen, um dieses Gebäude, aber auch viele andere in London abzureißen, um dann die Bahntrasse bauen zu können. Gut. Aber das erklärt jetzt immer noch nicht, warum da jetzt so eine merkwürdige Fassade rumsteht. Ja, und damit kommen wir auch schon wieder zurück zum Anfang dieses Videos. Wie wir gelernt haben, war das damals hier ein sehr gehobenes Stadtviertel. Die Leute, die hier lebten, waren sehr auf ihre wunderschöne Nachbarschaft bedacht. Und als dann die Pläne aufkamen, die Bahn zu bauen und dafür auch noch eines dieser prunkvollen Häuser abzureißen, waren die Leute schlichtweg auf dem Baum. Befürchtet wurde, dass die neue U-Bahn, die künftig durch London führen sollte, dieses wunderschöne Stadtviertel komplett verhunzt. Also einigte man sich auf einen ungewöhnlichen Kompromiss. Die Hausnummern 23 und 24 durften zwar abgerissen werden, an selber Stelle allerdings wurde eine Scheinfassade errichtet, die ihren Nachbargebäuden um ein Haar gleicht, mit Türen und Fenstern, alle angemalt, aber täuschend echt. Und den allermeisten Leuten, die hier durchlaufen, fällt das wahrscheinlich nicht einmal auf. Die Bewohner waren glücklich, die Bahngesellschaft auch, und so ist es bis heute. Gepflegt und in Schuss gehalten wird diese Fassade hier bis heute von der London Underground. Tatsächlich ist dieses Stilelement gar nicht so ungewöhnlich, wie das jetzt vielleicht scheinen mag. Es gibt das nämlich auch an anderen Orten dieser Welt. Zum Beispiel in Paris. In der Rue Lafayette verdeckt eine Hausfassade einen Lüftungskamin der Bahn. Auch in der Jorah Lemon Street in Brooklyn, New York, versteckt sich seit 1908 hinter einer Hausfassade eine U-Bahn-Belüftung und ein Notausgang für die Linien 4 und 5 der New York City Subway. Diese Fake-Fassade hier in London, die war selbst Anwohnern lange Zeit völlig unbekannt. Man checkt das auch wirklich kaum, wenn man hier dran vorbeiläuft. Es fällt wirklich kaum auf. Und das hatte zur Folge, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder zu lustigen Scherzen, aber auch fiesen Betrügereien kam.
Einer der bekanntesten ist ein Fall aus den frühen 1930er Jahren. Damals verkaufte ein Betrüger für viel Geld Eintrittskarten für einen Wohltätigkeitsball, der angeblich in diesen Fake-Häusern in den Leinster Gardens stattfinden sollte. Dass es sich dabei um einen Betrug handelte, stellten die Käufer allerdings erst fest, als sie in Abendgarderobe an der Hausfassade ankamen. 2014 allerdings, da wurde dieses mysteriöse Haus schließlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Da hatte die mysteriöse Hausfassade nämlich ihren großen Auftritt in der britischen Serie Sherlock. Ja, und wer die nicht gesehen hat, der weiß dann spätestens ab jetzt, nach diesem Video, was es mit dem mysteriösen Haus in den Leinster Gardens auf sich hat. Zurück im Hotel. Das war mein Video über das mystische Londoner Fake House. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr ein bisschen was gelernt habt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne tun, und zwar bei Patreon. Oder ihr werdet einfach Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann gibt es auch immer ein bisschen exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Und das war übrigens noch nicht mein letzter Ausflug nach London. Ich habe noch ein bisschen was für euch vorbereitet. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein und abonniert diesen Kanal und drückt die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. So. Es war ein langer Tag. Ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis zur nächsten Reise.